Notre Dame'ın Kamburu, Fransız yazar Victor Hugo'nun ölümsüz eseridir. Der Glöckner von Notre Dame ist das unsterbliche Werk vom französischen Schriftsteller Victor Hugo. Der Glöckner von Notre Dame ist das unsterbliche Werk vom französischen Schriftsteller Victor Hugo. Roman işte bu katedralin kapısında başlar. Der Roman fängt hier an der Tür dieser Kathedrale an. Der Roman fängt hier an der Tür dieser Kathedrale an. Kathedralin önüne çirkin bir bebek terk edilmiştir. Ein hässliches Baby wurde vor der Kathedrale ausgesetzt. Ein hässliches Baby wurde vor der Kathedrale ausgesetzt. Bu bebeğe Quasimodo ismi verilir. Diesem Baby wurde der Name Quasimodo gegeben. Diesem Baby wurde der Name Quasimodo gegeben. Hugo'nun eseri 1831'de yayımlanır. Hugos Werk wurde 1831 veröffentlicht. Hugos Werk wurde 1831 veröffentlicht. Yazar bu romanını 6 ayda tamamlamıştır. Der Autor hat seinen Roman in 6 Monaten fertiggestellt. Der Autor hat seinen Roman in 6 Monaten fertiggestellt. Orijinal ismi Notre Dame de Paris olan eser sadece Fransa'da değil, tüm dünyada çok sevilir. Das Werk, dessen ursprünglicher Name Notre Dame de Paris ist, ist nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt beliebt. Das Werk, dessen ursprünglicher Name Notre Dame de Paris ist, ist nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt beliebt. Notre Dame'ın Kamburu'nun filmi de çekilmiştir. Der Glöckner von Notre Dame wurde auch verfilmt. Der Glöckner von Notre Dame wurde auch verfilmt. Bu eser okunması gereken dünya klasiklerinden biridir. Dies ist eines der klassischen Werke der Weltliteratur, welches unbedingt gelesen werden sollte.
Dies ist eines der klassischen Werke der Weltliteratur, welches unbedingt gelesen werden sollte. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.